Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streite besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Was immer du brauchst. Können wir darauf vertrauen, dass die Harmonie... Fremden vor den Chor zu treten. Ich hoffe, das klappt. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu ihnen. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde so, ich... und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Far, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte, vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu. Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor?
wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Hier lang. Durch das Tor und rum. Auf den Feldern wird gekämpft. Ich kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe sie mal gesehen. Ich habe sie schon gekommen und sie müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen ihren Stand. Wir müssen weiter. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Ein Scheiß, aber. Ja. Dann weiter zur Absperrung. Was willst du? Ich für meinen Teil genieße solche Augenblicke. Garner, unsere Färberin, ist eine der erfahrensten Raum. Mehr Maschinen! Da hat sich was entzündet. Wow, wie sie brennt! Bringt ein Schockangriff was?
Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. Eine Schwachstelle! Dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Landgott. Wir müssen weiter. Dieser Pfad ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Mehr Maschinen! Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Das wird mir erstmal nicht ausgehen.
Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Scharfe Pfeile. Das war die letzte. Beeilung. Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. In die Höhe. Das verstaue ich für später. Wir sollten nicht warten. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Wir müssen irgendwie drumherum. Wir folgen dir, Aloy. Hier oben! Das hier ergibt eine kräftige Farbe. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Ha!
also eine Brutstätte, wo Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Sehen will? Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Meer verborgen. Zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Was sind das für Platten auf dem Boden? Dieser Hintertritt wird etwas aktiviert. Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben einen Weg frei. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Hast du einen Weg rübergefunden, Aloy? Ich arbeite dran. Die Kiste sollte schwer genug sein. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Okay, es wird doch. Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein. Ganz
So, jetzt sollte ich rüberkommen. Wie läuft's denn da oben, Aloy? Ich glaube, ich hab's gleich. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren.